Moin, Supermarillos, mein Name ist Sonic und ich bin der Let's Watcher des Let's Watchers. Dima Richmond VR1 gegen Curry J. Die Quali von ihm waren ja voll crazy. Und ich habe gesehen, man muss ihn irgendwie auf Insta abonnieren, damit er dann eine neue Runde reinbringt. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das ist eine richtig lustige Idee. Und ich bin gespannt, wie er in der VR1 so abgeht. Ja, Leute, also ich habe euch ja versprochen, dass ich bei 1500 Likes für euch eine VR1 mache. Jedoch ist heute meine Nase ein bisschen verstopft und ich bin gestern umgezogen und ihr wisst ja, was das... Oh, wer ist das denn? Ey, moin, ey, hast du Curry bestellt, Alter? Nö, ich krieg das einfach so, weil ich Zeit bin. Ey, willst du nicht die machen, Alter? Ich krieg das einfach so, weil ich Zeit bin. Okay. Ey, moin, ey, hast du Curry bestellt, Alter? Nö, ich krieg das einfach so, weil ich Zeit bin. Ey, willst du nicht die machen, Alter? Fett, Mann, naja, egal, du kannst es trotzdem haben, ey, du haust es doch eh weg, ne? Das sieht aber scheiße aus. Deine Zauge war Bukake-Party, voll der geile Traum. Deine Mutter wie ein Negerkuss, voll von weißem Schaum. Jeder in der Stadt mixt der Schöne in sie rein und sie sagen: Diese Mischung nenn ich Curry J, weil kein Bock meinem Hund schon aufzuzählen, wenn der drin. Und deswegen heißt du heute so wie ein Inder. Wigger, du kannst es gerne mal mit deinen Parts leugnen. Wie geil die Stimme auf dem Beat klingt, Alter, richtig cool. Meinem Hund schon aufzuzählen, wenn der drin. Und deswegen heißt du heute so wie ein Inder. Wigger, du kannst es gerne mal mit deinen Parts leugnen, aber deine Rap-Skills sind halt auch nichts außer Haarsträuben. Du bist weg, nach jeder Zeile musst du cutten. Du heißt Curry, denn nach jeder deiner Runden muss ich kacken. Ich habe am ersten Mal schon kacken verstanden, Alter. Es war so Fürste, aber kein Problem, denn deinen Kopf nutze ich heute als Klobürste. Curry ja. Sagt, wie ist es, so begraben zu werden? Hast du Angst, Mann, dir stehen ja schon die Haare zu Berge. Wigger, ich rappe tight und alle finden saugeil. Du bist scheiße, aber deine Decken leuchten staubfrei. Du bist diese Zeile nicht wert. Der Schwarze stirbt immer zuerst. Geil, was ist eine coole Runde, Alter. Das ist bis jetzt die beste von VR1, Alter. Richtig cool. Scheiße, aber deine Decken leuchten staubfrei. Du bist diese Zeile nicht wert. Der Schwarze stirbt immer zuerst. Diese Zeile nicht wert. Der Quotenschwarze stirbt immer zuerst. No matter what I do, all I think about is dich rauszukicken aus dem Scheiß-Turnier. Du machst auf Quotenschwarzen geiler Scheiß, aber dann hat Tamu leider eingereicht und du rappst ganz gut, ja, für den Weißen, aber für Dima wird's leider nicht reichen. Wenn ich's bitte, gibt's im VBT Tote und du streichst deine Wände schwarz wegen der Quote. Ich hab's gesehen und ich fand's so funny, denn trotz HD hast du leider eine Low-Quali. Hast du nicht gepeilt, ne? Du bist wack. Deine Freundin ist dir treu und heißt Lucy Cat. Du machst Musik ja auch nur, weil du schwarz bist und Leute hören's dann auch nur, weil du schwarz bist. Ich bin gestern umgezogen und hab dich gefickt und wenn du einen Punkt kriegst, dann hat jemand sich verklickt oder falsch programmiert, weil ich nur geile Parts bring. Du fliegst aus und sagst, das war nur, weil ich schwarz bin. Du bist diese Zeile nicht. Das ist irgendwie wie die Runde von damals von Gio gegen Ismatics, wo der sie halt voll gedisst hat, weil sie einfach nur cool, weil die Leute sie einfach nur feiern, weil sie eine Frau ist. Und er macht das quasi so, dass die Leute ihn nur feiern würden, wenn er, weil er schwarz wäre oder weil er schwarz ist. Der Schwarze fliegt immer zuerst. Goodbye, Motherfucker Black Guy. Teile nicht wert. Der Quotenschwarze fliegt immer zuerst. Der stirbt. Immer noch der beste Rapper der Welt. Oh, Blitze. Der Beat ist aber auch geil. Alter, was blitzt denn die Scheiße so, wenn gleich mein Rechner ausgeht? Oh oh. Boah. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber draußen geht gerade richtig Party. Ja, war richtig coole Runde. Bis jetzt die beste VR1, die ich gesehen habe. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Stay beim Tschüss.
Anzug. Bitte markiere meine Feinde, denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch trete, schickt einen Kommentar. Denn das heilt und es spart Leben für mehr Energie. Müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsprobleme.